Ungewöhnliche Gleichungen. Wir kennen auch zum Beispiel alle folgendes Beispiel. Wir sagen 3x minus 4 ist bloß noch 2x. Ist überhaupt nichts passiert. Warum? Ich nehme erstmal die 2x weg, die sind ja wenige, ne? Dann steht hier 2, oh, gut. 3x minus 2x ist bloß noch x minus 4 ist gleich 0. Und dann die 4 dazu. Dann ist das x ist gleich 4. Das ist nichts Besonderes. Was ist denn aber, wenn zum Beispiel dasteht, etwas Ungewöhnlicheres, wenn dasteht, ich mache die mal rot, 3x minus 4 ist gleich 2x minus 1. Wird das gehen? Achtung, und jetzt plus x. Jetzt denkt jeder, na ja, gehen wir ran, ne? Machen wir, kein Problem. Wir gucken erstmal, wo sind mehr X? Okay, fassen wir mal zusammen. Zusammenfassen. Dann habe ich 3x minus 4 ist gleich 2x und ein X sind 3x minus 1. Ist die Gleichung ungewöhnlich? Denn wenn ich jetzt versuche, hier irgendwie die X wegzunehmen, probieren wir es mal. Minus 3x. Ich sage jetzt, ist es mir egal. Dann steht hier auf der Seite 3x minus 4 minus 3x ist gleich 3x minus 1 minus 3x. Und wenn ich das zusammenfasse und sage, naja, 3x minus 3x, das entfällt und hier entfällt es auch, was bleibt denn dann übrig? Dann steht hier plötzlich minus 4 ist gleich minus 1. Und das ist ja nun wirklich nicht der Fall. Was macht man in so einem Fall? Jetzt überlegen wir mal. Jetzt haben wir probiert, gut, vielleicht haben wir einen Fehler gemacht, wir haben trotzdem zusammengefasst. Wir haben also die gleiche Zeile hier. Diese hier ist hier entstanden. Und dann haben wir gesagt, gut, dann probieren wir es mal anders. Vielleicht haben wir ja Quatsch gemacht. Haben plus 1 auf beiden Seiten addiert und dann lande ich bei 3x minus 3 ist gleich 3x. Eieieiei. Wenn ich jetzt sage minus 3x, nee. Oder mal 2x oder mal. Egal was ich tue, ne? Die Falle ist zugeschnappt. Das heißt, wir haben hier keine Lösung. Keine Lösung. Keine Lösung. Weil es ja ein offensichtlicher Widerspruch ist hier. Und wenn sich ein Widerspruch offensichtlich ergibt, also offen zu sehen, minus 4 ist nicht minus 1, dann ist die Gleichung keine Gleichung mehr, denn ich habe es ja durchgestrichen hier. Das ist gleich ist durchgestrichen und vorher war das ist gleich noch da. Keine Lösung. Aber wie drückt man das aus? Sag mal. Bitte? Entweder nicht lösbar oder wir sind ja Mathematiker. Wir gewöhnen uns mal was an. Wir schreiben ein fettes L. Ein ist gleich und zwei Klammern. Und zwar, hier ist nichts drin. Die Lösungsmenge ist leer. Das heißt, Lösungsmenge, Mengen gibt man zum Beispiel. Die Mengen der natürlichen Zahlen gibt man auch mit so einem fetten, also doppelt gemalten Strich an. Oder die Menge der, ach weiß der Kuckuck was für Zahlen. Lassen wir die mal weg. Hier ist es eine Lösungsmenge, also eine Menge aller Lösungen, die irgendwie in eine Gleichung reinpasst. Hier zum Beispiel, die hier irgendwie reinpasst. Dann ist die Lösungsmenge leer. Da ist nichts drin. Eine Menge, eine leere Menge. In diesem Fall ist es die sogenannte Lösungsmenge, also ein L mit so einem doppelten senkrechten Strich. So. Das wäre eine Möglichkeit, dass es eine Gleichung gibt, die keine Lösung hat. Die hat hier. Hier wäre die Lösungsmenge ganz klar. Hier schreiben wir die Lösungsmenge. Es gibt nämlich nur eine Lösung, ist gleich 4. Das ist eine Schreibweise, wie man sich dann zu helfen weiß. Weil n.l. oder k.l. für keine Lösung oder nicht lösbar oder was auch immer, ist ein bisschen unmathematisch. Hier schreibt man eine Lösungsmenge konkret hin, wenn man das will, wenn es gefordert ist. Und hier kann man sich aber nicht anders helfen, da schreibt man nicht keine Lösung, das ist ein bisschen unmathematisch. Da schreibt man dann wirklich, die Lösungsmenge ist leer. Da ist nichts drin, da ist niemand. Da gibt es keine Lösung dafür. Es gibt noch eine Variante. Mal sehen, wie die aussieht. Ja, jetzt habe ich eine zusammengebastelt. Nach dem Zusammenfassen steht 3x plus 5 ist gleich 3x minus 3. Das ist nicht immer nur, das war ein Zufall jetzt mit den 3x. Das hängt nicht nur immer von 3x ab. Jetzt haben wir wieder den gleichen Ärger, denn das heißt, wenn wir hier auf beiden Seiten 3x abziehen, dann bleibt wieder ein Widerspruch übrig. Plus 5 ist auf keinen Fall minus 3, also müssen wir wieder schreiben, die Lösungsmenge.
ist geschweifte Klammer, geschweifte Klammer, leer. Einmal so und einmal so. Mal sehen, was gibt's noch für welche? Ich schreibe mal noch eine auf. Gut, schauen wir mal die an. Löst die mal. Löst die mal, soweit es geht. Wenn ich diese zusammenfasse hier, diese Gleichung, habe ich 12 plus 6x ist gleich 12x plus 6x. Heimatland. Jetzt kann ich immer noch sagen, okay, machen wir mal Folgendes. Wir nehmen mal die 6x auf beiden Seiten weg, dann steht auf jeden Fall da, 12 ist gleich 12. Die Gleichung als solche ist richtig. Aber jetzt müssen wir mal rückschließen. Machen wir mal eine andere, machen wir mal was anderes. Ich mache das jetzt mal so. Jetzt kommt eine andere Variante. Jetzt sage ich, ich nehme mal 12 weg. Dann hieße die Lösung, 6x ist gleich 6x. Einverstanden? Gut. Also das sind jetzt bloß zwei Varianten, damit ich nicht nochmal schreiben musste. Nicht hintereinander, sondern entweder das eine oder das andere. Gucken wir uns mal das Rote an. Da ist es viel deutlicher. Das ist gleiches geblieben. Das heißt, die Gleichung hat eine Lösung. Aber hat sie eine? Oder wie viel hat sie? Jetzt, kleinen Moment. Genau. Die hat richtig viele Lösungen. Ich kann hier einsetzen, was ich will. Ich kann eine 0 einsetzen. 6 mal 0 ist 6 mal 0. Ich kann eine 1, eine minus 1, eine minus 1,788 oder minus 2.358.266 oder sonst was für eine idiotische Zahl, was mir gerade einfällt. Das heißt, ich habe unendlich viele Lösungen. Wie schreibt man jetzt das? Also hier, jetzt müssen wir sagen, unendlich viele Lösungen, das können wir nicht hinschreiben, dann schreiben wir uns dumm und dämlich. Was schreiben wir denn hier rein? Jetzt kommt wieder eine Menge. Bitte? Nee, noch leichter. Nicht das Unendlich-Zeichen. Das heißt, dann gibt es nur die Zahl unendlich. Den Zahlenausdruck. Ich weiß, was ihr meint. Es gibt doch eine Menge von bestimmten Zahlen. Ich hatte vorhin gerade gesagt, das wäre die Menge der natürlichen Zahlen. Dann haben wir die Menge der ganzen Zahlen. Welche Menge ist das? Ich meinte vielleicht auch so ein Pfeil oder so. Nee, noch schärfer. Guck mal hier. Menge der natürlichen Zahlen, Menge der ganzen Zahlen, Menge der rationalen Zahlen, wieder, ne? Nur positive, es gäbe auch negative, aber ich lasse mal das Positive weg. Ich will die nicht einschränken. Also, was können wir machen? So, und in diesem Fall, wir schreiben dann ganz einfach, wenn ich nur natürliche Lösungen haben möchte, würde ich ein N reinschreiben, ansonsten schreibe ich andere rein. Oder diese Zahlenbereiche, die werden wir nochmal extra betrachten. Wir schreiben hier einfach ein Q mit so einem Doppelstrich rein. Peng. Das sind unsere rationalen Zahlen. Peng. Aus. Ende. Müssen wir uns dann später nochmal mit beschäftigen, was das für Zahlenmengen gibt. Aber die kennt ihr eigentlich schon. Natürliche, die sind zum Beispiel alle über 0. Aber ganzzahlig. 2, 3. Mit denen haben wir angefangen in der ersten Klasse zu rechnen. Irgendwann haben wir gebrochene Zahlen genommen. Irgendwann haben wir ganze Zahlen genommen. Also zum Beispiel minus 2 ist eine ganze. Nicht minus 2,5. Minus 3, minus 1000, minus weiß der Kuckuck was. Irgendwann haben wir angefangen mit ein Drittel als gebrochene Zahl. Oder wir haben angefangen oder weitergemacht mit minus 2 Siebtel. Oder weiß der Kuckuck was. Mit solchen Zahlen haben wir uns dann beschäftigt. Und in welche Zahlenmengen die reingehören, das machen wir dann nochmal. Hier merken wir uns, hier schreiben wir immer bloß ein Q rein mit Strich und fertig. Ne? Immer, Mengen haben dann immer so einen doppelten Strich da dran. Hier gibt es eine Frage. Wenn ich hier eine Probe mache, dann kann ich zum Beispiel sagen, nehmen wir mal an, ich sage, ich nehme mir mal die 4. Na, dann setze ich die oben hier ein. Dann heißt es 18 plus 2 mal 4 minus 6 plus 4 mal 4 ist gleich 12 plus 6 mal 4. Und wenn das dann immer noch auf beiden Seiten stimmt, habe ich wieder eine Lösung, die ich per Probe bestätigt habe. Aber jetzt kommt der Haken an der ganzen Sache. Was ist denn, wenn ich, und jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich Folgendes dastehen habe. 25 minus x in Klammern mal x. Jetzt wird es spannend. Und da machen wir dann später weiter. Das ist nicht Gegenstand des morgigen Testes. Und zwar, und das soll 0 sein. Und jetzt überlegen wir mal was. So, und jetzt gucken wir uns mal eine seltene Gleichung an. Und das werden wir später nochmal genau uns damit befassen, beziehungsweise steht auch in anderen Videos. Wir müssen uns über diesen Term hier auf der linken Seite mal klar werden, was das ist. Hier steht ein mal. Und wir wissen alle, dass mal Multiplikation heißt. Und
Ein Ergebnis von der Multiplikation ist ein Produkt. Und hier haben wir es aus, ein Produkt aus einem Klammerausdruck und einer unbekannten Zahl zu tun. Und jetzt brauchen wir bloß eins zu überlegen. Wann wird ein Produkt 0? Das wird dann 0, wenn einer der beiden Faktoren 0 ist. Das ist ein Faktor, obwohl es ein bisschen größer ist, 25 minus x. Das ist ein Faktor und das ist auch ein Faktor. Und wenn einer der beiden 0 ist, entweder der hier, der linke oder der rechte oder gar beide, dann kommt auch 0 heraus. So, und das lässt sich relativ einfach machen. Wenn ich das weiß, sage ich x 0, das schreibt man gerne, wenn etwas 0 wird. Und jetzt, weil es die erste Variante ist, schreibe ich x 0 1 ran, muss 0 sein. Denn warum? Jetzt machen wir die Probe. Probe für x 0 1. Und zwar sieht die so aus. Ich setze das ein in die normale Gleichung. 25 minus 0, Klammer zu, mal 0, soll 0 sein. Stimmt das? 25 kommt hier raus, aus der Klammer, mal 0, ne, das ist die übernommene 0, ist 0. Stimmt. 25 mal nichts, bleibt nichts. Jetzt kommt gleich die zweite Lösung. Hier gibt es eine Frage. Ganz genau. Und wie komme ich jetzt an die zweite? Indem ich mir den zweiten Faktor schnappe und sage, dieser zweite Faktor, nämlich 25 minus x, muss 0 werden. Der ganze Ausdruck, der hier, muss 0 werden. Ja, und das kennen wir schon. Indem ich ganz einfach sage, hier sieht man es sogar, ich kürze das jetzt mal ab, wir werden uns später noch ausführlicher damit beschäftigen, hieraus folgt, aus diesem Ding, dann muss x 0 2, zweite Variante, 25 sein. Denn da sieht man 25 minus eingesetzte 25 ist 0, also stimmt das. Da brauchte man jetzt keine Gleichung damit zu lösen. Aber es gibt noch kompliziertere Dinge, ganz genau. Das wären zum Beispiel ungewöhnliche Gleichungen. Aber jetzt möchte ich euch noch was zeigen, dass ihr sogar höhere Gleichungen lösen könnt. Ich mache mal Folgendes. Ich schreibe mal bloß ganz einfach 2 hoch x, das wisst ihr noch nicht, ist gleich 8. 2 hoch x ist gleich 8. Und jetzt zeige ich euch mal, dass man auch später immer das Gleiche macht. Ich möchte bloß mal noch darauf hinweisen. Das ist jetzt egal. Kleinen Moment. Ich mache bloß dieses hier. Ich schreibe ganz einfach ein Wort dahinter. L-O-G. Wie sieht denn dann die nächste Zeile aus? Ich schreibe nochmal das 2 hoch x hin, ist gleich 8. Und dieses L-O-G. Ihr wisst nicht, was es ist. Wenn ihr das dahinter schreibt, heißt das einfach, ich schreibe ein L-O-G vor beide Ausdrücke. Das war's schon. Ja. Das kann man dann später ganz locker ausrechnen. Nee, Moment. Moment, Moment. Das ähnelt folgendem. Das ähnelt zum Beispiel x² ist gleich 81. Achtung, das kennt ihr. Das heißt, auf beiden Seiten das tun. Darum geht es letzten Endes beim Gleichunglösen. Daran wollte ich jetzt nochmal erinnert haben. Denn was mache ich? Ich schreibe einfach das Zeichen rüber. Natürlich muss ich wissen, was das Zeichen bedeutet. Aber das wird euch auch durch die späteren Klassen begleiten. Wir wissen zwar jetzt noch nicht, was es ist, aber das wird immer das Gleiche vom Ausdruck her sein. Oder wir schreiben x hoch 1/2 ist gleich, was weiß ich, 4. Dann kommt der Regiestrich, ach nee, ich mache mal blau. Dann kommt der Regiestrich und wir machen einen Pfeil und eine 2 ran. Dann bedeutet das später x hoch 1/2 hoch 2 ist gleich 4. Hoch 2. Na und so weiter. Das heißt, das Prinzip, das wird sich durch alle Schuljahre durchsetzen. Durch euer Studium durchsetzen. Später als Ingenieur oder Arzt oder weiß der Kuckuck was. Wenn ihr mit irgendwelchen mathematischen Dingen zu tun habt, macht auf beiden Seiten einer Gleichung dasselbe. Und dann kann nie was passieren. Das mit diesem Hinweis und jetzt schließe ich das Video aber ab.